Da entsteht er, der erste Melitor von uns für unsere Verteidigung. Mal gucken, was er kann, wie er drauf ist und was für eine tolle Gruppe wir ihm zuweisen können. Wir machen weiter. Wir blenden uns das UI wieder ein und gucken mal, was wir damit Schönes machen. Jetzt machen wir vor allen Dingen erstmal diesen komischen Plan hier mal aus. Und dann geht es hier mal weiter und sobald Bandito wach ist, holen wir ihn uns. Okay, so, jetzt hat übrigens dieser Kühlschrank noch was frei. Deswegen werden wir den Wandkühlschrank selektieren und einmal abreißen. Er hat 100 Watt. Ganz ehrlich, das Ding hier ist mit 140 Watt definitiv effektiver als alles andere. So, dann reißen wir auch bitte den Wandkühlschrank einmal ab. Und davon bauen wir bitte eine Kopie. So. Und dann denke ich, dann sieht das hier auf jeden Fall besser aus, wenn wir dann hier eine Kopie dort bauen. Das passt. Gut, wie sieht es draußen aus? Immer noch minus 1 Grad. Das Essen wird also draußen noch nicht schlecht, aber drinnen haben wir hier schon wieder alles aufgebaut. Ernsthaft? Echt jetzt? Menschenjagende... Was sind das? Bulldoggen? Französische Bulldoggen? A small dog. Vanilla Animal Expand. Ja, irgendeine französische Bulldog oder sowas. Oh Gott, ist das niedlich, ey. Naja, wie sind denn das, ey? Jetzt müssen wir vielleicht doch unseren Typen da hinstellen, ne? Ja, auf jeden Fall einmal Alarmrotte an, dass die sich hier rein bewegen. Boah! Alter Falter, ist das hier versaut. Boah! Eieieiei, wenn das so weitergeht, dann können wir nicht mehr was anpflanzen. Okay, also wir sollten vielleicht unsere Pflanzaktivitäten für Klamotten in den oberen Bereich verlegen. Boah, das ist schon krass, muss ich sagen. Der ist im Bau. Da brauchen wir einen Fußboden. Das gucken wir uns gleich mal an, welcher das war. Jetzt würde ich sagen, Bandito, stellst dich sicherheitshalber mal. Ja, genau. Einmal dahin. So, Moment, wir haben doch, ja, wir haben doch einen Mech. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Der ist in Weg, der ist noch nicht fertig. Oh, jetzt können wir ihn gleich mal in Aktion sehen. Priorisiere die Arbeiten am Mech. Ich hoffe, das kriegt er noch fertig. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, jetzt müssen wir gucken. Also, einmal Kampfmodus und dahin bitte. Jetzt nehmen wir unseren Militor. Du gehst bitte in eine Kontrollgruppe 2. Moment. Schutzhelfer. Jetzt müssen wir mal schauen, was der überhaupt kann, der Militor. Was hat denn der dabei? Nix. Kann wahrscheinlich mit einer Spitzhacke irgendwie draufhauen oder sowas. Ach, der hat eine Mini-Schrotflinte. Ey, gucke. So. Du gehst bitte mal dahin. Okay, damit stehen wir einmal hier und hier. Jetzt will ich eigentlich gerne eine zweite Gruppe aufmachen. Militor geht bitte auch nur in die Heimatbase. Ja, passt. Und jetzt will ich eigentlich ihn in eine... Okay, das gucke ich mir nochmal an, wie wir ihn zuweisen. Aber jetzt will ich mal den Militor hier in Action sehen, weil das wären noch ganz schön viele, wenn ich mir das angucke. Das sind irgendwie 1, 2, 3, 4. Da ist unsere Verteidigung schon gut mit, hat schon gut mit zu tun. So, die kommen alle hier rein. Jetzt machen wir ein bisschen langsamer. Bin mal gespannt. Bist du denn... Weg hier. So. Zack, nächster Hund. Wupp, nächster Hund. Ja, die nächsten kommen jetzt nämlich schon, die gehen dann hier lang und kommen dann schon bis da vorne, ne? Der geht da lang, der wird auch nicht getroffen. Der geht an seinen ganzen Kumpels vorbei. Bupf. Ja, jetzt haben wir nur noch eine einzige Verteidigung hier. Ja, kommen noch welche.
Nee, das war's. Okay, gut. Was haben wir hier? Och, da kommen gerade noch Jungs zu uns. Sehr schön. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das haben wir schon gesehen, genau. Ja, sehr schön. Okay, gut. Würde ich sagen, können wir für dich bitte ausmachen. Für dich bitte auch. Und dann kann es hier weitergehen. So, du kannst auch wieder auf Kampfmodus beenden gehen. Alarmrotte aus und dann sollte das alles passen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Passt. Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal auf Bandito. Und jetzt will ich eigentlich den hier in eine zweite Gruppe zuweisen. Eine kleine Herde Trombos. Trombos ist in die Region gewandert. Diese seltenen Kreaturen sind von Natur aus friedlich, allerdings können sie auch sehr gefährlich werden, wenn sie angegriffen werden. Einige Händler sind bereit, gutes Geld für Felle und Hörner zu bezahlen. Sie werden das in ein paar Tagen verlassen. Och, wie süß sind die denn? Das ist wahrscheinlich so die mehr moderne Version eines Einhorns oder so, ne? Ja, sind auch schnuffig. Und jetzt gucken wir erstmal, weiß nicht, jetzt will ich erstmal abwarten, was diese Händler hier bringen. Wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile 4 Grad draußen. Es taut so allmählich. Und dann schauen wir mal, was die Händler so alles für uns bringen. So, Akkus sind auch voll. Stromversorgungsprobleme haben wir jetzt auch gelöst. Dann machen wir erstmal auf Vollgas. Irgendwo zischt das doch hier. Ja. So, würdet ihr das bitte dringend einmal tragen? Wie kein Lagerplatz. Ach, da darf kein Fleisch rein. Ja, das ist natürlich doof. In den darf jetzt bitte auch Fleisch rein, natürlich. So, das ist natürlich unschön, ne? Also, verdirbt in 1,5 Tagen, das wollen wir natürlich nicht. So, da wird jetzt... Och, guck mal, der schlachtet hier jetzt echt Hunde, ne? Naja, was soll's. So, wo ist unser Lastenhelfer? Das verstehe ich hier nicht. Ja, bitte einmal priorisieren das Ganze, bitte. Das finde ich jetzt nämlich wirklich unschön, wenn das da, ja, das da einfach rumliegt, ne? Das wäre natürlich ärgerlich. Ja, super. Jetzt wird ihm... Wo ist eigentlich unser Lastenhelfer? Ach, verdammt. Er lädt sich. Na, okay. Gut, ja, das ist natürlich ein Argument. Das geht natürlich nicht. Okay, wie ist eigentlich Banditos Bandbreite jetzt? Der hat doch 5 von 6, ne? Genau, ja. Und jetzt will ich eigentlich der Gruppe 2 gerne den Mod, den hier zuweisen. Arme Kleidung fehlt, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und wir müssten eigentlich auch jetzt die Leute hier irgendwo... Sind die wieder ab... Wieso kommen die denn... Ich bin nicht sicher, warum hier keiner zu uns kommt, aber... Oder haben wir die verpasst? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Hier müssen wir auch Fleisch erlauben, bitte. Na, da haben wir es doch. Sehr gut. Das sieht auf jeden Fall schon mal etwas besser aus. Oder deutlich besser. Mit deutlich mehr Lagerplatz. Den würde ich übrigens jetzt auch da oben hinstellen. Ja, den können wir, denke ich mal, auch demontieren und einmal da oben wieder aufstellen. Dann haben wir das nämlich auch soweit. Und dann sieht das hier schon mal, dann sieht das hier alles schon mal ein bisschen besser aus. So, bitte eine einfache Mahlzeit. Viermal, das machen wir genau, bis wir 8, 4 reichen für uns. Okay, sehr schön, das haben wir. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier den vernünftigen Boden finden. Wir hatten ja bei unserem... nicht bei den Furnitures, bei den Böden, da hatten wir, ich glaube, die hier waren das, ne? Bin mir nicht ganz sicher, oder waren das die hier? Ne, das müssten die hier sein. Wooden Plank Floor. Der hat Aufforderung... ja, es müsste passen. So, Cargo Pots mit Weapons. Was? Wo? Ach Gott, mit so einem Messerchen hier. Naja, okay, komm. Das können wir mal erlauben, das passt schon. So, jetzt regnet es hier. Jetzt sollte hier hoffentlich auch mal ein bisschen dieser komische Schnee hier schmelzen. Vor allen Dingen auch das Eis hier, dass wir hier wieder ein paar Flüsse haben. Das wäre natürlich ziemlich nice. Ja,
es wird langsam weniger. Okay, sehr schön. Bandito spielt. Alles in allem läuft es gerade ganz gut. Jetzt werden wir auch die Zone hier mal erweitern. Und jetzt brauchen wir allerdings ganz dringend eigentlich Mugis Hilfe. Deswegen hoffe ich mal, dass der wirklich schnell auf die Beine kommt. Wie sieht es denn aus bei ihm? Wir gehen mal lieber Muis. Wie sieht es denn aus bei dir? 14 Tage hast du noch. Ja, die Bäume verwüstet. Das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen hier. Läuft in 18 Tagen ab. Okay. Ich habe halt Angst, dass er aufsteht und gleich da hinten auch reinläuft. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Naja, gucken wir mal. Das sollten wir auf jeden Fall verhindern. So, Banditos geht schlafen. Essen haben wir auch genug. Die wahnsinnigen Bestien. Eine Karawane der Fraktion Bidueiro Nation kontaktiert dich mit der Bitte. 6 Boomratten haben menschliches Fleisch gewittert und belästigen die Reisenden. Wurzelstammesführer Yu Hakuyo Ito benötigt deine Hilfe, um die menschenjagenden Bestien von der Karawane wegzulocken. Die Boomratten werden 5 Stunden, nachdem wir die Quest angenommen hatten, im Nordfelsen eintreffen. Ja, das Problem ist, wenn wir das machen, fackelt uns das hier alles ab und wir haben die Verteidigung nicht wieder aufgebaut bisher. Bauwerk automatisch wieder aufbauen, sollten wir übrigens anmachen. By the way. Und das muss ich leider ablehnen. Ja, tut mir leid. Das muss ich leider ablehnen. Unsere Verteidigung ist noch nicht wieder aufgebaut. Wir werden hier übrigens auch einen weiteren Militor entwickeln. Und dann werde ich mich mal zur nächsten Folge darum kümmern, dass wir die in eine extra Kontrollgruppe packen. Denn es gibt bei den Militoren, und es gibt hier eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir hier sagen können, zum Beispiel, dass sie Find and Destroy und solche Sachen, ja, und das will ich dann doch schon gerne in eine extra Gruppe packen. Ja, Kontrollgruppe 2, zum Beispiel, ich weiß, jetzt ist er in einer extra Gruppe. Jetzt gucken wir mal. Ah, sehr schön. Komisch, eben hat es nicht geklappt. Da waren plötzlich alle drin. Okay, das ist die Gruppe 1. Sehr schön. Und die Gruppe, Kolonisten hungern, was? Ja, dann soll ich was zu essen holen. Nein, nein, alles gut, wir machen das gleich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir bei ihm machen. Ich meine, der hat eine biokodierte Pistole. Das ist schon mal eine gute Sache. Und er hat eine Schrotflinte. Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, was er hat. Rüstung 20, Hitze 200%. Minimale Wohlfühltemperatur minus. Okay, also Temperaturen sind kein Problem. Okay. Also grundsätzlich sieht es gut aus. Die Frage ist nur, was machen wir mit dieser Kontrollgruppe? Wir gehen mal in die einzelnen Befehle rein, das war's nicht. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit natürlich aufladen, Escort and Recharge. The Mechanoid, regardless of its type, will accompany the Observer and, if necessary, go to Charge. Finde ich gut. Das heißt, Eskortieren und Recharge ist im Prinzip Eskortieren bloß mit Aufladen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir ihm sowas wie Find and Destroy geben. Und ihn dann auf unser Heimatgebiet einfach beschränken. Aber ich würde sagen, wir lassen die mal auf Escort and Recharge setzen, sodass wir hier den guten Bandito eskortieren werden. Das finde ich sehr wichtig, denn das ist der einzige Mensch bei uns und wenn der tot ist, dann war es das. Dann ist das Let's Play halt einfach vorbei. Und das dürfen wir halt nicht riskieren. So, da wird Rico gefüttert. Rico, mein Lieber, wir können ja mal gucken, wann du wieder auf die Beine bist. In 5 Tagen. Oh, das ist gut. 5 Tagen geht es dem guten Rico etwas besser. So, Bandito erzählt sich was über Sehen und über selbst replizierende Maschinen. Die Frage ist, wie gut können die sich denn leiden, die beiden? Oh, 85? Wow. Tiefgründige Gespräche leisten Gegend unbedeckt. Ja, da war wohl seine Frau kurz vor dem Tod noch drin. Wie sieht es bei Muis aus? Auch 83. Ja, ist doch super.
Schwangerschaft nicht möglich, Elatos ist tot. Ja. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Dem ist leider so. Okay, gut. Dann werden wir aber bitte jetzt den nächsten Mechanoiden bauen. Und damit hätten wir alle unsere Kerne vor allen Dingen auch aufgebraucht. Nee, einen Kern haben wir da noch. Und da müssen wir uns eigentlich auch mal drum kümmern, dass wir das Thema wieder aktivieren und dass wir ihn einfach priorisieren, dass er jetzt weiter forschen kann. Wir sollten das jetzt auch mal einstellen. Banditos muss bitte mehr forschen. Ja. Genau. So machen wir das. So. Dann sollte das hier passen. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Im Moment auch sehr gut. Jetzt frage ich mich, wann endlich mal hier das Zeug hier mal weg ist. Dass wir hier mal was anpflanzen können. Also hier unten jetzt ungerne, aber zumindest hier oben würde ich wirklich gerne was anpflanzen. Und ja, ich bin nicht mehr im Alarm. Autoreparatur auch. Wieso baut er die nicht auf? Haben wir kein Holz mehr? Ach, wir haben kein Holz mehr. Hm. Verdammt. Ich wusste, da war was. Ja, dann werden wir nochmal funktionieren über Pflanzen. Einmal da. Einmal die beiden, bitte. Oder die drei in dem Fall. Dass wir hier wieder ein bisschen Holz reinkriegen. Ja. Okay, gut. Das ist natürlich doof. Das habe ich natürlich völlig übersehen. Da ist noch ein bisschen was drin für Notfälle. Da ist kein Problem. So, also Energieproblem haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Das haben wir auch gut gemacht. Hier ist komischerweise ein anderer Boden. Aber das ist auch kein Problem. So, und dann werden wir hoffentlich sehen, dass Banditos in den nächsten Folgen hier wieder ein bisschen forscht. Denn wir wollen natürlich irgendwann auch mal in diese Richtung. Und da habt ihr mir geschrieben, dass man dort den ein oder anderen... Oh nein. Ernsthaft? 54%? Reispflanze ist verrottet. Warum? Okay, weil es wahrscheinlich so lange nicht abgeholt wurde. Ja, das ist dann so. Draußen sind es minus... Ach, gerade schon wieder? Ist aber ganz schön kalt. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit dem? Gesamtbedarf liegt bei 100%. Ja, mehr machen wir jetzt ja auch nicht. Also, Mehrheitsleistung will ich jetzt hier nicht generieren. Wie viel Wasser haben wir hier noch drin? 8000 Liter. 8 Kubikmeter. Da haben wir auch eine Heizleistung. Ihr seht übrigens hier, das sind die entsprechenden Heizleistungen. Das sieht man immer ganz gut bei den Heizkörpern. Und wenn diese roten Striche runtergehen, dann sinkt die entsprechende Heizleistung. Wieso verrotten denn diese Heilwurzeln jetzt? Nun gut. Okay, er ist dran. Er baut alles ab. Dann sollte das also eigentlich passen. So, da wird Rico mit Fleisch gefüttert. Von seiner Freundin. Schwester? Nein. Wir haben genug Fleisch, um den guten Rico hier ausgiebig zu füttern. So. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich jetzt wirklich mal dran machen, dass wir jetzt weiter forschen. Und danach sollten wir den Bereich hier fertig kriegen. Wie viel Holz haben wir jetzt? 2 nur noch. Die sind schon wieder im Wiederaufbau. Das ist echt ganz schön teuer. Wir machen mal da unten ein bisschen was weg. Das brauchen wir definitiv, damit wir hier endlich mal unsere Holzvorräte ein bisschen auffüllen. Okay. Gut, Banditos. Aber den bitte einmal reparieren, das ist wichtig. So. Denn ohne Reparatur haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nie wieder irgendwas bauen können. Zumindest er. Und alle Quality-Sachen werden ja momentan nur von ihm gebaut. So, Banditos isst was. Und jetzt bringst du erstmal... Na, die Ladestation ist nicht frei. Okay. Und wenn sie frei ist, dann bringst du ihn erstmal dahin. Das ist übrigens, ich finde das übrigens cool, dass er ihm wirklich folgt. Was ich mich frage...
Da gehst du bitte auf unbegrenzt und nur bei der Heimat auf Heimat. Was ich mich übrigens frage bei dem Thema, ob er dann auch automatisch kämpfen würde. Das heißt, aktiviert er automatisch den Kampfmodus im Fall des Falls und bekämpft den Gegner auch automatisch. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre aber auf jeden Fall mal interessant zu wissen. So, Bandidos, treibst du dich rum? Ah, okay, ja. Oh, ey. Es gibt's doch wohl nicht. So, komm, alle zurück nach Hause. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn dieser verrückte Hirsch? Harry Hirsch, wo bist du? So, alle rein hier. Und ich denke, die einen haben wir noch, da oben. Ja, passt. So. Dann können wir das wieder deaktivieren. Und dann haben wir das auch. Gut. Den Hirsch würde ich übrigens nicht dahin bringen. Den müssen wir morgen früh schlachten. Wir haben noch ein bisschen Platz. Genau. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann müssen wir Banditos, beziehungsweise müssen wir Konstruktoid 1 auch an die Ladestation hängen. Das ist auch wichtig. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier wirklich irgendwann mal Tag wird. Weil es ist doch schon echt ärgerlich, dass wir jetzt hier seit Ewigkeiten irgendwie Frost haben. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Temperatur hier. So, Banditos, bitte zuerst. Ihn laden. Genau. Muis hungert. Ja. Ist so. Können wir hier landen. Okay, also doch, aber wir werden jetzt erstmal einen Produktionstisch bauen. Nämlich eine Nähmaschine. Ein Nähtisch. Einen elektrischen Nähtisch. Und die Frage ist, ob das überhaupt jemand von uns nutzen kann. Hast du irgendwelche... Ja, Handwerk kann eher 4. Naja. Mal gucken, was der gute Peter Hitzemann macht. Ich bin gespannt. So, wie sieht es bei Muis aus? 11 Tage dehydriert. Trivial. Ja, das geht schon. Steht ein Blümchen drin. Forschung abgeschlossen. Es erlaubt, provisorische Sicherungen zu bauen. Das ist eine sehr gute Sache. Dann können wir nämlich hier Stromkreise trennen. Und ich habe so die Befürchtung, dass dieser komische Vogel am Computer wieder mal... Nee, da hat er es nicht vergessen. Okay, alles klar. Was wir zum Beispiel machen könnten, wäre hier unterschiedliche Stromkreise zu bauen. Wir können jetzt beispielsweise hier eine Sicherung reinbauen. Hier oben. Und diesen gesamten Stromkreis, wenn hier hinten bei diesen Geräten irgendwas kaputt geht, dann den davon abtrennen. Wir können zum Beispiel auch die Akkus hier separat bauen. Das ist eine extrem praktische Sache. Wir bauen die mal hin. Ihr seht dort eine Absicherung bis 1800 Watt benötigt, die nach Auslösung eine Reparatur. Ich sag mal, 1800 Watt sehe ich jetzt hier hinten eigentlich, ja, sich eigentlich nicht. Ne? Also sollte eigentlich passen. Und im schlimmsten Fall verlegen wir eine neue Leitung. Ne? Also das würde ich jetzt einmal dahin bauen, genau. Gucken wir mal, ob wir noch größere Batterien haben. Ne, passt. Okay, so, dann ist er damit jetzt fertig. Und dann müssen wir natürlich auch mal gucken, was wir als nächstes machen für unsere Kolonie. Und jetzt schmilzt das Zeug hier. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir brauchen nämlich ganz dringend ein Hirsch, Harry Hirsch, zum Essen. Und haben wir eigentlich auch einen Kochhelfer? Ne. Wir gehen mal hier rein und in die Forschung. Und ich, wie gesagt, ich würde gerne das hier haben, aber der Signalchip, den haben wir leider noch nicht. Ein mechanoide Mikroorgan für die Synchronisation der Chips notwendig, um bestimmte fortschrittliche Mechanoide und Ausrüstung herzustellen. Ein Mechanitor kann diesen Chip analysieren, um höhere Stufen der Mech-Forschung freizuschalten. Das haben wir gesehen. Aber wir haben ihn noch nicht. Und den brauchen wir aber. Jetzt gucken wir aber erstmal weiter, was wir noch haben. Ihr seht ja hier, wir haben da eine ganze Menge
Sachen fertig, noch nicht fertig. Teufelsgarn. Psycho-Tee will ich eigentlich auch nicht. Recurve-Bögen machen wir nicht. Das finde ich ganz praktisch. Das könnten wir tatsächlich machen. Dann könnten wir ein paar Bäume anpflanzen. Das finde ich aber noch besser. Terrain Rehabilitation. Damit allows you to correct layer dirt on rough stone and or terrain to make underground greenhouses. So, das ist natürlich die Frage auch, warum zum Henker konnte ich bitte den Knopf nicht finden? Ganz einfach, weil der Knopf noch nicht erforscht wurde. Da ist er. Und das ist wichtig, das brauchen wir. Und danach können wir auch hier dieses Greenhouse hier hinten erweitern und wirklich auch Untergrund diesen Tilt Soil auftragen. Das ist mir wirklich auch wichtig. Das finde ich auch ganz gut. So, jetzt wird da weitergebaut. Ja, endlich wieder Verteidigungsanlagen. Wieso ist denn das jetzt auf einmal so dunkel in der Nacht? Wie unreal. Ah, und da haben wir unser Wasser wieder. Ja, das ist übrigens auch eine Mod, wenn ihr euch fragt, hey Nerd, warum sieht denn das Wasser bei dir so komisch aus, wenn es gefroren ist? Das hat einfach den Hintergrund, dass ich, das ist auch wieder zum Thema Mods, ich fand es einfach doof, wenn Wasser nicht gefriert oder nur so halb gefriert. Deswegen habe ich das hier entsprechend mit einer Mod versehen. So, was wir jetzt zum Schluss machen, ist uns nochmal die Fruchtbarkeit anzuzeigen. Das waren die anderen. Guck mal, das sieht alles gut aus hier. Also richtig dunkelgrün. Ja, da will ich auch nichts anpflanzen. Nein, alles gut. Richtig dunkelgrün haben wir nicht. Nee, dann werden wir das einmal hier oben pflanzen. In der Hoffnung, dass wir hier keine Probleme bekommen. Das wird auch kein Heimatgebiet werden. Das ist mir wichtig, dass wir hier in dieser Struktur und Zone, dass wir kein Heimatgebiet machen. Aber wir müssen hier halt definitiv ein bisschen was anpflanzen. Und das ist einmal bitte, jetzt müssen wir mal gucken, die Baumwollpflanze kann geerntet werden, begrenzte Lebensdauer. Hopfen ist mit Sicherheit auch nicht uninteressant, aber ich würde gerne, ah, das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, wir nehmen sie. Wir nehmen die Baumwollpflanze und wenn wir davon genug haben, können wir im schlimmsten Fall auch mal irgendwie Psycho-Tee oder ein bisschen so ein Zeug anpflanzen. Aber da wird erstmal Baumwolle angepflanzt, damit wir davon auch genug haben. Und jetzt wird es hier draußen auch langsam wärmer. Das ist eine sehr gute Sache. So, Banditos geht ins Bett. Wir verabschieden uns auch für heute. Macht's gut. Bis morgen, euer Strategienerd.